Mittelalter. Ach so, das können wir erst ab dem Mittelalter. Ab der Renaissance können wir das, ab der Klassik natürlich das hier. Dann bleiben wir erstmal bei den ersten vier. Was nehmen wir? Ehre erhöht die Effektivität der Armee auf mehrere Arten. Tradition beschleunigt die Grenzerweiterung in Städten und bietet drei Kultur in der Hauptstadt. Schaltet den Bau der hängenden Gärten frei. Das Schlimme ist auch, dass die sich teilweise gegenseitig ausschließen. Ne? Wenn ich... wo kann man das sehen? Ach, jetzt noch gar nicht. Okay. Plus 15 Produktion bei der Ausbildung von Nahkampfeinheiten. Plus 15 Kampfstärke für Nahkampfeinheiten, wenn sich in einem benachbarten Geländefeld eine weitere Militäreinheit befindet. Das ist natürlich nicht ganz so doll. Ich möchte irgendwas haben, was am Anfang mehr Gold bringt. Wir brauchen Gold unbedingt. Und das hier klingt eigentlich ganz gut. 10 Wachstum und plus 2 Nahrung in der Hauptstadt. Was ist das? Plus 15 Produktion beim Bau von Wundern und plus 1 Zufriedenheit pro 10 Bürger in jeder Stadt. Unabhängigkeit. Ist alles nicht so gut. Frömmigkeit, da würden wir den Glauben dann hochtreiben. Tempel erhöhen die Goldproduktion einer Stadt um 25%. Heilige Stätten liefern plus 3 Gold. Nehmen wir das. So, jetzt sind alle frömmig. Gibt dann also bald mehr Glauben und alles ist gut. Ihr müsst euch noch erholen. So, das Erholenzeichen, da kommt dann immer wieder einer dazu. Das ist ganz praktisch. Lauft mal weiter. Genua. Stadtstaaten sind kleine Länder, die nicht um den Sieg kämpfen. Ihr könnt diplomatische Beziehungen zu ihnen aufbauen oder gegen sie in den Krieg ziehen. Na, wahrscheinlich werden wir da diplomatische Beziehungen aufbauen. Ihr seid die erste Großmacht, die auf diesen Stadtstaat Genua treffen. Das ist toll. Das heißt, wir können jetzt mit denen handeln. Genua ist im Moment neutral uns gegenüber. Wir könnten eine Straße bauen zwischen Genua und uns, um den Handel auf jeden Fall voranzubringen, würden dann auch Schmuck, was die selber produzieren, und Baumwolle bekommen. Klingt toll. Klingt wunderbar. Aber ich muss erstmal warten, bis meine Leute hier fertig sind. Ihr seht es, wenn ich jetzt hier raufklicke, das Vieh wird offensichtlich auch schon von einem Bürger bewirtschaftet. Unsere Leute brauchen noch eine Weile. Es gab eine Begegnung mit Genua. Ich werde nicht durch das Gebiet von Genua durchmarschieren, das gibt nur Ärger. Deswegen warten wir mal auf die nächste Runde. Unsere Leute erholen sich auch so zwischendurch, wenn auch nicht ganz so schnell. Auf geht's, wieder zurück. Konstantinopel hat noch zu tun. Leider. Keramik ist auch fast fertig erforscht. Mit jeder Runde kommt immer ein Stückchen dazu. Wir sehen hier, wie viel dazu kommt. Wir sind eigentlich gut dabei. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Theodora, die Fromme von Byzanz. Erholt euch mal. Sicher, sicher. Dann sind wir schneller fertig. So, wir haben auch ein bisschen Gold. Mal sehen, was wir so kaufen können. Nichts. Wir haben nicht genug Gold. 109 gerade mal. Das sieht schlecht aus. So, ihr seid schon wieder halbwegs fit. Dann können wir uns auch mal hier im Westen umsehen. Falls noch irgendwo Barbaren sind, und offensichtlich gibt es sie, und sie werden im Ladescreen angezeigt. Hier unten, es läuft immer im Ladebildschirm durch, was so unterwegs ist. Stadtstaaten und eine andere Zivilisation. Zu dem Töpfer. Was machst du mit mir? Ja, ermöglicht den Bau von Kornspeichern in den Städten. Kann ich die nicht kaufen? Nee, 340 Gold, das wird doch zu viel. Aber einen Schrein können wir jetzt auch bauen. Dann geht der Glaube hoch. Und damit kriegen wir vielleicht auch mehr Gold. Forschung können wir jetzt auch wählen, das ist gut. Bogenschießen, Fallenstellen, Kalender. Unsere Berater sagen eher hier unten schon das nächste nehmen, aber ich möchte doch eher den Bergbau haben, damit wir den Marmor kriegen können. Eventuell braucht jemand Marmor.
Wir können wieder eine Politik einführen. Organisierte Religion, Glauben für Schreine und Tempel. 20% Rabatt auf alle religiösen Einheiten und Gebäude mit Glauben. Das können wir jetzt schon gebrauchen, denn wir wollen die demnächst bauen. Und wieder eine Ruine entdeckt. Sehr schön. Und wir haben uns wieder ausgeweitet, damit wir auch Wale bekommen. Das ist doch klasse. So liebe ich das. Unser Bautrupp ist fast da, dann können wir uns auch wieder an Gebäude wagen. Der Pfeil aber war mit den Federn des Adlers selbst geschmückt. Bogenschützen, Ruine erforscht. Ich glaube, wir haben jetzt Bogenschützen erforscht. Nebenbei, aus Versehen. Das gefällt mir, das ist gut. Achso, weiter geht's nicht. Nächste Runde. Ja, und hier brauchen wir jetzt noch jeweils eine Runde, dann haben wir einen neuen Bürger und eine neue Sache, die wir bauen können. Endlich. So, Kühe sind hier auch. Okay. Nächste Runde, wir haben es geschafft. So, dann haben wir jetzt einen Bautrupp. Die Welt da draußen ist gefährlich und wir sind leicht angreifbar. Nein, das sind wir nicht. Noch nicht. Wir haben Gucken wir einen erst mal. Bautrupp. Aber es wurden noch keine Geländefelder modernisiert. Weißt ja, du, deswegen bin ich ja dabei, das alles zu machen. Also, Modernisierungen. Entschuldigt. Das bedeutet, man kann hier dann die guten Tiere eingattern, auch die Pferde. Das ist besonders wichtig. Ich glaube, da hätte ich zuerst hinrennen sollen. Egal, passiert, dass man sich auch mal verklickt. Wir nehmen als erstes den Schrein, den wir demnächst bauen können. Der dauert gerade mal 4 Runden. Weil er eben günstiger ist. Und ich kann die Pferde noch, die Tiere noch nicht eingattern. Wir haben die Jagd noch nicht entdeckt. Das können wir demnächst machen. Hier, erholt euch noch. Sehr gut, ihr werdet immer mehr. Bergbau wurde erforscht. Oh, und wir können Farmen errichten. Aber erst einmal werden wir das Weideland errichten, dementsprechend die Produktion steigern und Pferde bei uns eingattern. Forschung wählen. Als nächstes, oh Gott, jetzt kommt so viel dazu. Fallen stellen, Jagdlager errichten. Das nehmen wir als nächstes, genau, um noch mehr Essen zu produzieren. Und da haben wir schon wieder Barbaren. Nächste Runde. Die Barbaren, die werden wir ausräuchern. Bauarbeiter machen noch. Gut gemacht. Nächste Runde. Ihr habt Glauben. Die hilfreich sein könnten. Mit... Nee, ihr habt euren ersten Glaubenspunkt erhalten. Mit Glauben könnt ihr ein Pantheon gründen, um große Propheten zu erzeugen. Und sobald ihr eine Religion gegründet habt, um Missionare, Inquisitoren und Religionsgebäude zu kaufen. Fahrt mit der Maus über das Glaubenssymbol in der oberen Menüleiste, um zu sehen, wie viel mehr Glauben ihr bis zur nächsten Grenze braucht. 10 Glauben wird mindestens benötigt, um das nächste religiöse Pantheon zu gründen. Glaubt daran, dass wir hier gewinnen. Fertig. Gut, was machen wir als nächstes? Siedler? Nein. Ich möchte den Kornspeicher haben. Unbedingt. Oh, Fürst Hiawatha von Irokesenland. Seid gegrüßt, Fremdling. Ich bin Hiawatha, Sprecher der Irokesen. Wir wollen Frieden mit allen. Doch wir schrecken auch vor Krieg nicht zurück. Ja, können wir denn mit ihm handeln? Es gibt Gold, ansonsten hat er nichts weiter. Nö, auf Wiedersehen. Das Schöne ist, solange wir die in Ruhe lassen, laufen die auch nicht bei uns über die Grenze. Die wohlgenährtesten Völker der Welt. Wir sind auf Platz 4. Auf Platz 6 ist Hiawatha. Das heißt, es gibt noch andere Völker. Barbarenlager wurde entfernt. Und wir werden jetzt unsere Einheiten verlieren. Scheibenkleister. Nein!
Oder auch nicht. Einheitenbeförderung. Jetzt aber los. Amphibisch, nein. Sanitäter. Alle Einheiten in benachbarten Feldern werden pro Runde um 5 zusätzliche... Nee, voll machen. Töten. So ist gut. Ach, sehr schön. Ab wieder nach oben. Obwohl, wir können uns hier unten noch ein bisschen weiter umgucken. Seht ihr? Also die kommen nicht zu mir. Das ist auch gut so, denn ich habe noch zu tun. Und unser Bautrupp müsste ja bald mal fertig sein mit dem Gatter. Oder auch nicht. So, erholt euch bitte. Mein Gott, wie lange braucht ihr denn noch? Das ist ja furchtbar. Hier gibt's Bisons. Nächste Runde. Oh, Ende der Insel. Hier gibt es sonst nichts weiter. Interessant. Gut, dann werden wir hier jetzt eine Farm errichten. Plus 1 Nahrung. Wir können eine Politik einführen. Das machen wir auch. Organisierte Religion. Sehr schön. Ach Gott, nee, Leute. Hier ist ganz schön was los. Kaufen, Gold oder Glauben? Produktion ändern? Nee, will ich nicht. Wir bleiben erstmal bei der Produktion des Kornspeichers. Und ihr seht schon, hier wird eine richtig schöne Farm gebaut. Oh, das gefällt mir. So, ihr erholt euch noch. Selbst wilde Bissen. Fallenstellen haben wir jetzt erforscht. Das heißt, wir können demnächst auch euch hier abfarmen. Das gefällt mir. Bronzeverarbeitung. Sagt unser Militärrat, dass wir das erforschen sollen. Das machen wir auch einfach mal. Und weiter geht's. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Euer Volk jubelt. Ihr habt genug Glauben angesammelt, um ein Pantheon zu gründen. Den ersten Schritt zu einer Religion. Wenn ihr auf die Benachrichtigung unten klickt, stellt ihr eine Auswahl von Pantheon-Glaubenssätzen, die euch zur Verfügung stehen. Das kenne ich noch gar nicht. Ahnenkultur plus 1 Kultur von Schreinen. 1 mit der Natur, plus 4 Glauben von Naturwundern. Glauben pro Kupfer, Eisen und Salzressource. Fruchtbarkeitsriten, eine Wachstumsrate von Nahrung. Geistheiler, ach nee, plus 10% Wachstumsrate bei der Bevölkerung. Plus 30 TP Heilung pro Runde, wenn freundlich gesinnte Städte angrenzen. Gott der Handwerker, Produktion in Städten. Mit plus 3 Bevölkerung. Gott des freien Himmels. Oh Gott. Ja, um wen kümmern wir uns jetzt? Um welchen Gott? Gott König. Palast bringt plus 1 für folgende Erträge. Ich habe keinen Palast. Fernkampfstärke der Stadt plus 30. Göttin des Schutzes. Göttin der Liebe, Zufriedenheit von Städten mit plus 6 Bevölkerung. Glauben von Steinbrüchen. Tanz der Nordlichter. Glauben von Tundra-Geländefeldern ohne Wald. Perlenressource, Wüsten-Geländefeldern. Ich weiß nicht. Also, mündliche Überlieferung, Kultur von Plantagen. Ich denke mal, wir werden sowieso ganz viele Pantheon-Dinger bekommen. Das heißt, wir werden jetzt erst einmal auf Glauben selber gehen. Heißt, Glauben von, meinetwegen, was ist das? Haltet Glauben, wenn ihr in 4 Feldern um eure Stadt Kämpfe gewinnt. Was? Nein. Göttin des Schutzes. Tundra-Geländefeldern ohne Wald. Was ist denn das? Ebene. Das ist eine ganz normale Ebene. Wüstengeländefelder. Ach, das ist Wüste dann nachher. Ja, nehmen wir das. So.
Ja. Pantheon gegründet. Beim Zeus. Errungenschaft freigeschaltet. So, seid ihr jetzt bald wieder voll? Wahrscheinlich nicht. Dauert noch eine Weile. Wir laufen jetzt erstmal nach oben. Wir haben erstmal alle Barbaren vernichtet. Wir besitzen keine Kampfeinheiten zur Verteidigung unseres Territoriums. Und wenn schon, das ist nicht schlimm. Wir können den Zirkus bauen, das will ich noch nicht. Beendet. Kornspeicher. Sehr gut. Kaufen könnten wir jetzt Krieger, Speer, Bogenschützen. Ich glaube, ich werde erstmal Bogenschützen kaufen, einfach nur zur Verteidigung. Da hat er ja schon recht. Und gleichzeitig noch die Produktion. Artemis-Tempel wählen. Oder Zirkus. Nehmen wir erstmal den Zirkus. Was wollt ihr? Um welche Angelegenheit handelt es sich? Ich weiß nicht. Ihr habt hiermit mal irgendwie Stunk gemacht. Schutzversprechen, Tribut fordern. Krieg erklären. Einheiten schenken, verschafft euch 5 Einfluss. Nee, brauche ich erstmal nicht. Wir laufen weiter nach oben. Und ihr seid jetzt da. Könnt aber nichts machen. Das Lustige ist auch, es darf immer nur eine Einheit auf jedem Feld sein. Heißt, wenn ich euch jetzt reinsteuere, geht nicht, oder so, dann sieht man die andere nicht mehr. Das heißt, das ist dann auch die, die vorrangig tätig ist auf dem Feld.